Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, ein kurzer Nachtrag tatsächlich. Jetzt sind ein paar Wochen vergangen, seit ich die Folge aufnehme, die jetzt rauskommt. Das werde ich aber alles nochmal sagen. Und zwar werde ich in dieser Folge etwas ruhig sein, da mir die Bosskämpfe, die gefallen mir, aber die Bosskämpfe sind halt immer dieses Cinematic. Das Ding ist, gefühlt bis jetzt kann man keinen Bosskampf besiegen. Und es wird irgendwie immer abgebrochen von irgendeiner Zwischensequenz oder an. Na, man, es geht halt einfach nicht, bis jetzt. Zum Standpunkt bis jetzt. Ich bin dann auf diesen Entschluss gekommen, dass ich Bosskämpfe nur noch in Story-Modus spiele. Oder gegebenenfalls das, was unter Jedi-Ritter ist. Das könnte man hier gucken. Also jetzt habe ich wieder. Nee, hier kann man das gar nicht einstellen. Auf jeden Fall das, was unter Jedi-Ritter ist. Da mir das einfach, ja, sagen wir es mal so, es ist mir einfach zu anstrengend. Also manche können die Kämpfe, manche liegt das halt überhaupt nicht und mir liegt das halt, also kämpfen kann ich, aber mir liegt das halt nicht beim Bosskämpfe. Na, also Bosskämpfe, das finde ich total unnötig. Deswegen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich da Schwierigkeitsgrad runterstelle. Na, und im normalen Spiel lasse ich auf Mittel. Sonst lasse ich alles so, wie es ist. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt hören wir in der Folge rein.
wohl weg. So, ich habe das jetzt mal so aufgenommen. So, weiter geht's. Ich hoffe, ich habe kein Rauschen. Ich bleib dabei. Bosskämpfe sind hier in dem Spiel eher meh. So, wir haben jetzt Kletterklauen gekriegt. Aber habt ihr gesehen, die Kamera, wie wild sie war? Die ist ja richtig abgespackt mal wieder. Also, keine Ahnung. Die PS5-Version ist echt nicht so nice, muss ich sagen, leider. Vieles ist aber halt auch meine Schuld, aber es ist halt nicht mein Kampfstil. Und leider gibt es hier keine Sims mehr. Ich habe nachgeschaut. Also nicht in diesem Areal zumindest. Deswegen hatte ich keine andere Chance gesehen, das zu machen. Ich habe das jetzt lange versucht. Aber es hat nicht geklappt, den auf Jedi-Meister zu besiegen. Deswegen musste ich wieder runterschalten. Aber vielleicht mache ich mal eine Zwischenfolge, wo ich nur die Sims suche. Die stärksten Brüder der Nacht bewältigten ihren Übergangsritus im Bau dieser Kreatur. Jetzt kommen wir hier durch, oder was? Nö. Ach, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Alles gleich. Wo geht's denn jetzt weiter? Hier. Ach, man sieht die Wände auch überhaupt nicht, ne? Leider. Bleib unten, Koppel! Lass dir nicht treffen! Er hätte mich ja zumindest ein Echo aufsammeln lassen können. Okay, falscher Knopf. Es geht wieder los.
SPD! Bringt! Ich weiß nicht, wie wir das hier überstehen sollen. Es geht weit runter. Schon wieder? Okay, dann los! Okay? Mir geht's gut. Für diese Kreatur gilt das leider nicht. Okay. Alles klar. Ich würde die Folge jetzt beenden, tatsächlich. Da ich nicht weiß, wie ich das schneiden werde. Und ich keine zu lange Folge haben möchte. Ja, werde ich das hier schneiden. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich hier draußen bin. Weil das nehme ich jetzt hier nicht nochmal auf. Das ist ein totaler Wirrwarr. Hier, also wir sehen uns, wenn ich in der nächsten Folge, wenn ich hier oben bin. Das hier, das tue ich euch nicht an, das tue ich mir nicht an. Obwohl, vielleicht kann man ja hier jetzt lang. I don't know. Aber das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Zittert vor Angst. Hey, bitte. Feiger Jedi. Er flieht. Bereit zum Sterben, Jedi? Komm, Brüder. Denkst du bist mir gewachsen? Lass mich. Bevor er sich erholt! Bitte! Kommt, Brüder! Lasst uns feiern!
sich hinter seiner Abwehr. Bereit zum Sterben, Jedi? Greif den Eindringling an! Er läuft weg! Denkst du... Erledigt ihn! Es muss jetzt aufhören! Er hat Schild! Stirb, Fremder! Hilf mir, BD! Nicht nachlassen! Hilfe, BD! Das ist die Brücke zu ihrem Dorf. Sie rechnen nicht mit unserer Rückkehr. Trotzdem, es muss auch unauffälliger gehen. Ich wusste hiervon nichts, als ich die Brücke runtergezogen habe. Ich wollte nur sehen, was passiert. Wie bei dem Cut auf Kashyyyk. Hey, BD, siehst dir mal an. Ha, da war wirklich was drin. Er ist gefährlich. Wir sollten ihn töten. Nein, wir bringen ihn zu Bruder Viscus. Ich wusste, dass du da reinspringst. Was hast du da?